Hallöchen, Freunde der Sonne. Willkommen zu einer neuen Serie Pistole auf dem Board. Das M schneide ich raus. Ich habe festgestellt, dass es extrem wenig Videos auf Deutsch gibt zu dem Thema Surfskates. Surfskates? Jo. Macht extrem viel Laune. Ist keine neue Entwicklung, ist aber eine sehr spaßige Angelegenheit, um sich fortzubewegen. Ein Surfskate zeichnet sich dadurch aus, eine extrem lenkbare vordere Achse zu haben, die sich nicht nur neigt, sondern auch bewegt. Ich zeige das gleich nochmal. Und man sich durch pures Pumpen vorwärts bewegen kann. Das heißt, man kann ganze Strecken hinter sich bringen, ohne ein einziges Mal den Fuß vom Brett zu nehmen. Und das Schöne dabei ist, dass man seinen ganzen Körper einsetzt. Das ist auch noch ein schickes Workout. Und es gibt einem tatsächlich an Land, und ich befinde mich ja nun mal hier auf dem Tempelhofer Feld und nicht am Mittelmeer, gibt einem das Feeling zu surfen. Was ein super Feeling ist. Und ja, ihr sehen könnt, fahre ich jetzt in einer hübschen Wackelbewegung mit dem Surfskate. Und damit ihr das gleich auch nochmal aus einer anderen Perspektive sehen könnt, kommen wir gleich zurück. Ich hoffe, das hat einen klitzekleinen Eindruck gegeben, wie man auf einem Surfskate fährt. Sicher könnt ihr auch bei YouTube Surfskate in die Suchleiste eingeben und noch andere Videos finden, wo besser gefilmt worden ist, wie man mit einem, also wie es aussieht, wie man mit einem Surfskate unterwegs ist. Das kann man auf jeden Fall. Allerdings gibt es zumindest in deutscher Sprache keine richtig schönen Videos, die einem erklären, was so geht und was nicht so geht. Ich habe ja gesagt, ich will ein bisschen was zu dem Board sagen, beziehungsweise zu der Achse. Das, was ich hier fahre, ist ein Deck von Miller. Allerdings ist es nicht mehr in dem Setup, wie es war. Diese Miller-Boards kann man kaufen bei Amazon, kosten 180, 190 Euro, sind komplett montiert. Deck, Grip-Tape und Achsen sind dran. Ich habe mich aber entschieden, umzusteigen auf andere Achsen, nämlich die Originalen der Entwickler dieses Systems, dieser Surfskate-Achsen, das ist Carver. Carver C7-Achsen. Hier kann man gut sehen, ich zeige es mal, wie die sich bewegen. Das liegt daran, dass hier eine Feder verbaut ist. Sie lassen sich hier halt drehen an dieser Stelle. Und die Feder sorgt dafür, dass sie zurückschwenken. Und wenn man genügend Energie drauf gibt, schwenken die halt wieder zurück. Ja, also man schwenkt die in eine Richtung, sie schwenken von alleine zurück und das hilft einem, den Antrieb zu gewinnen mit diesen Dingern. Hinten ist eine Standardachse verbaut. Man kriegt die im Set. Das Achsen-Set von Carver, die 10-7, kosten 150 Euro. Ja, ich weiß, das ist eine Menge Geld, aber diese Achsen machen echt Spaß. Ich werde dieses Deck noch ein bisschen auffrischen, personalisieren. Dazu wird es wahrscheinlich auch ein kleines Video geben. Ansonsten fahre ich Standard Longboard Rollen, Orangutan 80A, wenn ihr dazu Fragen habt, was man da für Rollen am besten nimmt. Man braucht auf jeden Fall Rollen, die eine scharfe Kante haben, also nicht unbedingt Slide-Rollen, damit kommt man nicht so gut weiter. Da wird von der Push-Bewegung eine Menge weggenommen. Deswegen sind diese Rollen auf jeden Fall besser. Ich habe schon ein bisschen was ausprobiert. Wenn ihr mögt, dass es da noch mehr Videos gibt, ich habe vor, noch ein Video zu machen, wo ich euch zeige, wie
man diese Bewegung am besten macht und so weiter, weil auch dazu gibt es relativ wenig Tutorials oder Videos. Wenn euch das Thema interessiert, lasst mir ein Like da. Ich würde mich freuen. Schreibt in die Kommentare. Bis bald, euer Peter Pistole. Peter.